Die wichtigsten Produktionsschritte in der Herstellung von einem Scheibenwischer sind folgende. Erst muss man den Rückgrat vom Wischblatt bilden. Das ist eine Federschiene, die muss ganz genau gebogen werden, dass auch die Krümmung von der Scheibe dazu passt und eine gute Dichtung zwischen Gummi und Scheibe erzielt wird. Anschließend wird mittig auf diese Federschiene ein Adapterstück aufgeschweißt, wo den Wischarm einhängt und den Scheibenwischer bewegt werden kann auf die Scheibe. Dann braucht man diesem Gerüst noch zu komplettieren. Was kommt noch dazu? Zwei schöne Endkappen links und rechts am Innen- und Außenkreis und obendrauf noch zwei aerodynamische Spoiler, die eine zusätzliche Anpresskraft geben. Wenn man in den Gummi geht, gibt es auch ein aufwendiges Verfahren, wird eine Gummirezeptur in einen Kneter, alle Ingredienten schön zusammengemischt. Dann wird das auf ein Walzwerk ausgerollt, bis man eine dünne Schicht hat. Und die wird dann wieder weiterverarbeitet in die Extrusion, wo diesem Profil vom Wischgummi erzeugt wird und auch in dem Salzbad vulkanisiert, um die klassische elastische Eigenschaften, die man braucht, zu erzielen. Und so hat man einen fertigen Scheibenwischer.